Heute bin ich in der Kaffeerösterei Café Noir in der Ambusrampe. Mich nimmt es Wunder, wie aus den rohen Bohnen der feine, aromatisch geröstete Kaffee wird. Aber eins ums andere. Der Besitzer, der Mischa Gubler, zeigt mir heute, wie es geht. Zuerst brauchen wir natürlich Kaffeebohnen. Die sind roh verpackt in grossen Jute-Säcke. Die kommen meistens von Südamerika, Afrika oder Asien. Die Bohnen, die man heute röstet, sind aus Äthiopien. Übrigens hat sich der Mischa Gubler das Kaffeerösten alles selber beigebracht. Ich bin Autodidakt, ich habe es selber beigebracht. Ich habe aber natürlich auch mit diversen anderen Röstern oder Leuten vom Fach geredet. Die Erfahrung muss man sich natürlich aufbauen. Und da braucht es auch Ausdauer und Geduld in erster Linie, weil man kann ja nicht alles von Anfang an gerade so umsetzen, wie man es vielleicht sich wünscht. Und ja, so muss man sich die Erfahrung halt aufbauen in die Jahre. Der Mischa Gubler füllt seine rohen Bohnen in einen Trichter rein. Mit einer starken Pumpe und einem langen Rohr werden die Bohnen dann angesogen und fliegen in den roten Behälter oben rein. Wenn alles aufgesaugt ist, kommen die Bohnen eins weiter runter in den zylinderförmigen Behälter. Das ist die Röstrummel. Man kann sich das so vorstellen wie in einer Wäschmaschine. So werden die Bohnen gedrillt und gleichmäßig geröstet. Damit es genug heiß wird, hat es unter der Trommel ein Gasfeuer. Und die Elektronik sorgt dafür, dass die Temperatur immer gleich bleibt. Hier hört man jetzt schön das Kaffeegeknister, also wie der Kaffee durch den Klopfen nennt man auch. Der Prozess, das ist eigentlich wie ein Maiskörnchen, die aufpoppen, also aufspringen. Die Kaffeebohnen werden grösser. Und dadurch werden nachher die Öle freigesetzt, die ganzen Aroma transportieren. Also ein wichtiger Teil des Kaffeeröstens. Wenn der Kaffee schon fast fertig ist, kommt es auf Sekunden durchfahren? Ja, also ich sage immer etwa 10 Sekunden. Also es ist entscheidend, bei der Endphase mit allen Sinnen präsent zu sein, um dann genau im richtigen Moment den Kaffee rauszuholen. Und zwar variiert das je nach Sorte. Also ich tue jede Sorte wieder ein bisschen anders rösten. Kaffee ist ein Naturprodukt. Also auch wenn man eigentlich jeden Sack, den man frisch aufmacht, muss man mal um die Blume nehmen. Und es kann sein, dass sich der in den Trommeln nachher beim Rösten leicht anders verhalten. Noch ein Wein davon entfernt zum Trinkvorwärmen. Wenn es dann aber so weit ist, kommt es auf Sekunden drauf an. Genau hört Mischa Gubler, wie die Bohnen tönen. Wenn die Bohnen anfangen zu knistern, dann muss man schnell handeln. Die gerösteten Bohnen kommen auf einen Rost, wo sie von 3 grossen Schaufeln vermischt werden. So kühlen sie langsam ab. Ein Griff in die Bohnen verratet, ob sie schon abgekühlt sind. Wenn das der Fall ist, kommen sie in einen weiteren Behälter. Und da saugt schon wieder eine Pumpe die Bohnen an. Das ist wichtig, weil so kann man Fremdkörper rausfiltern, die im Kaffee natürlich nichts zu haben. So wie der Stein hier. Sind sie gefiltert, sind sie dann auch fertig. Und dann können sie endlich abgefüllt werden. Das hier, was da drin ist, ist der äthiopische Sidamo. Sidamo heisst der. Der kommt vom Ursprungsland vom Kaffee. Ist relativ hell geröstet und ist bei meinen Mischungen ein kleiner Anteil. Eine Espresso-Mischung und aber auch eine Crema-Mischung.
so sieht es dann aus, wenn unser Kaffee fertig verpackt zum Verkaufen ist. Das Kaffeerösten ist eine Wissenschaft für sich. Es braucht Präzision, Wissen und vor allem Passion, um qualitativ guten Kaffee zu machen. Wer jetzt Lust bekommen hat, um den Kaffee mal zu probieren, der kann das natürlich im Café Noir an der Neugasse 33 machen.